verschwinden das hier, wenn es fertig ist. Na, die neue Werkbank fürs Studio. Ja, das sehe ich auch, aber die soll doch rüber ins Studio, nicht hier ins Büro. Ich weiß, aber zusammen mit der alten Werkbank hätten wir zwei Orte, an denen wir unsere Videos drehen könnten. Außerdem habe ich uns diese schicken neuen Hocker besorgt. Damit könnten wir zusammen mit geladenen Gästen im Livestream über neue Drucker labern. Ach so. Hm. Ja, stimmt auch wieder. Na, dann bau das Teil mal auf. Ich habe noch einen Drucker, den ich gerne da zusammenbauen möchte. Wie wär's, wenn du mir mal ein bisschen hilfst? Dann wird das Ganze viel schneller gehen. Nee, ich muss noch das MMU-Video fertig schneiden. Aber ich bin mir sicher, du kriegst es auch alleine hin. Das neue Studio nimmt langsam Formen an. Das Licht ist schon fast perfekt. Es ist noch ein bisschen was zu tun, ich weiß. Am Ton werden wir auch noch ein bisschen was schrauben, damit der Hall ein bisschen gedämpft wird. Kommen noch ein paar Basotec-Platten an die Wände und an die Decken. Aber alles in allem tut sich was und wir versuchen hier unser Bestes zu geben, damit wir für euch gute Videos raushauen können. Die ganze Idee zu diesem neuen Studio hier ist beim letzten Stammtisch entstanden, da wir gemerkt haben, okay, wir brauchen eigentlich noch ein bisschen mehr Platz oder ein bisschen mehr Stellfläche, um eure Drucker aufbauen zu können. Genau darauf soll das auch erstmal abzielen, dass wir sagen können, okay, es können mehr Leute kommen und ihre Drucker mitbringen, oder wir haben auch die Möglichkeit jetzt zu sagen, es baut jemand seinen Drucker auf und kann zeigen, was er umgebaut hat oder wie er ihn aufgebaut hat. Zudem wollen wir euch mit diesem Studio hier die Möglichkeit geben, aktiv an den Videos teilzunehmen. Das heißt nicht nur bei uns im Discord, sondern auch entsprechend direkt hier live vor Ort. Damit meine ich, dass ihr euch als Gast für ein Video oder für einen Livestream bei uns hier bewerben könnt. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt uns das bitte gerne unten in die Kommentare rein. Alternativ geht es auch über Discord. Oder ihr könnt uns eine E-Mail an contact@makorama.de schicken. Mit diesen Tech Talks wollen wir gerne Drucker mit euch zusammen aufbauen, Drucker reviewen, Filamente reviewen oder neue Bauteile versuchen in einen Drucker einzubauen und einfach mal ein bisschen Fachsinn. Es soll eine Art Tech Talk bzw. Roundtable für interessierte Maker sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Falls euch das Video nicht gefallen hat, könnt ihr uns natürlich auch einen Daumen nach unten geben. Schreibt uns nur bitte fairerweise in die Kommentare, warum euch das Video nicht gefallen hat, denn dann können wir uns nur verbessern. Wenn ihr unsere Videos mögt, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, das würde uns sehr freuen. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr auch die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video von uns draußen ist. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Happy Printing!